Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine Lieben. Freunde, willkommen zurück zum Randomizer Majora's Mask. Und ja, ich beginne Pläne zu entwickeln. Ich beginne ganz tolle, großartige, riesige Pläne zu entwickeln. Hi. Was wir jetzt so alles machen. Wir erforschen jetzt diesen Dekopast. Es geht ab. Nachts ist das sogar sehr, sehr cool, wenn man dann die Sichtlinie von denen richtig sieht. Ich denke, es sollen sowas wie Suchscheinwerfer sein. Finde ich persönlich ziemlich cool. Oh. Okay. Wir müssen eigentlich erst hier durch, um uns Bohnen zu holen. Es gibt aber auch ein Herzteil, das irgendwo rumliegt. Ha, fuck! Ich will nur wissen, ob dieser Bohnenhändler auch Bohnen verkauft. Eigentlich könnten wir den Scheiß skippen. Ja, weiß ich. Aber ja, einmal der Bohnentyp, einmal ein Herzteil. Ah, shit. Okay, das ist... Wow. Fickt euch doch! Das war voll gemein! Die haben mich in die Enge getrieben. Wisst ihr was? Ich mach den Scheiß jetzt langsamer. Weil nachdem ich den Song habe, resette ich hier sowieso. Slow. Es ist mir bei meinem Testlauf tatsächlich passiert, dass ich das Ding aus Versehen richtig rumgespielt habe. Was daraus resultierte, dass ich beim Button-Mashing, doch tatsächlich dann gespeichert und zum ersten Tag zurückgekehrt bin. War nicht so toll. Touch me! So, rein da. Das ist nämlich... Ah nein! Okay, hier ist kein... Wo war dieser Bohnenhändler? Gab's doch... Doch! Ja! Yeah, your first customer for a long time, ja. Bist du ein Shop-Item oder... Nein, du bist mein Herzteil, alles klar. Und... Ja, okay, das ist dann trotzdem ein Shop-Item, okay. Aber die erste, die er mir schenkt, ist ein Herzteil gewesen. Nice. Weil das wurde gerandomized. Yeah, Sir. Okay. Ernsthaft? Kannst als Deko, kannst du nicht. Mein Gott. Man kann als Deko keine Bohnen benutzen. Also manche Sachen sind doch ein bisschen... Boah, Leute. Aber diese Kiste, die es hier oben gibt, auf jeden Fall holen. Shit. Komm hier runter, bitte. Komm wieder zurück. Auf jeden Fall die Kiste holen. Das kann alles sein. Nicht runterspringen, bitte nicht. Danke! Tja.
Wir haben echt viele von den Dingern mittlerweile. Aber die sind halt gar nicht so mega krass wie in Ocarina of Time vertreten. Komme ich hier nicht hoch? Nö. Catch me. Aha. Die Mucke finde ich eigentlich ziemlich cool. Es gibt davon tatsächlich einen Techno-Remix. Und es ist nicht der schlechteste Song. Also sucht das mal, wenn ihr Bock habt. Bitte nicht rechts umdrehen. Ja, ich bin da hängen geblieben. Tut mir leid. Ah, ja, ja. Geht ab. Bitte. Ha. Wow. Jungs. Gibt bestimmt nichts, wenn ihr Inge drängen, Junge. Wow, 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 wow. Warum drehst du dich so schnell wieder um, Mann? Das ist voll gemein. Das ist super doof von euch. Ja, geh mir in den Sack. So, jetzt aber. Nochmal, komm. Das ist ein Herzteil. Oh, na, hier gibt es dieses Herzteil. Wow. Ah, see what you did there. Uh-huh. Bitch. Diese Suchstrahlen. So, komm. Jetzt richtig. Geh da ganz hinten lang. Geh, verpiss dich. Tschüss. Da gibt's mir bestimmt was Cooles. Ich habe keinen Bock nochmal rauszufliegen, deswegen check ich jetzt ganz entspannt. Okay, ich hätte wahrscheinlich mittlerweile schon losrennen können. Ja, hätte ich. Egal, ganz locker. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Die laufen nur im Kreis. Okay. That's not too shabby. Fuck you! The fuck you! Im Garten hier liegt mehr rum. That's not too shabby. Fuck you! Ah, komm, erwisch mich einfach. So, und hier. Spätestens hier. Ich habe es versucht. Ich habe die Deku-Schale nämlich auch bei meinem Testlauf sehr spät bekommen. Spätestens hier kommt ihr nicht weiter. Du brauchst diesen verdammten Deku. Alter, komm, Pflanzi. Schieß mir die Palastwachen ab. So, um alles Mögliche
latscht der drumrum. Und verletzt es nicht. Aber die knallt er ab. Komm schon, Mann. Ich meine, man muss ja wirklich auch egal immer einen Unterschied machen zwischen Laubkerlen und Deko-Händlern. Ja? Das gibt es in einigen Games, ja. Die Dekos sind ja irgendwie nie wirklich richtig böse. Aber dass gerade hier in dem Dekopalast ein und dasselbe Team an Wachen, dass die nicht, dass die einen nicht umbringst und die anderen schon. Das ist schon so ein bisschen heftig. Komm schon. Diese Bläschen, Alter, die müssen aber auch echt Kacke unter der Haube haben. Also, wer zur Hölle wird durch eine Seifenblase umgebracht? Alright? Stranger Scheiße. So. Gut, ich meine, die wollten, ich weiß, I get it. Die wollten halt irgendwas für den Deku-Kerl haben, wo du dich am Anfang echt puny mitfühlst. So richtig scheiße. Schon klar. Ich meine, das ist das erste Upgrade, was du überhaupt bekommst in diesem Spiel. Magie, damit du diese Blasen schießen kannst. Was gleichzeitig allerdings ganz cool ist, weil Magie bekommst du in richtigen Ocarina of Time vergleichsweise spät. So, hi. Ja. Hä? Ah ja, okay. New Wave Bossa Nova. Ja, nun. Shit. Und was ich jetzt noch schnell mache, damit wir später richtig gut vorankommen. Ja. Sorry, Moment. Hier. Ich will... Ne, Moment. Wir wären noch weiter hinten, wären wir noch besser rausgekommen, oder? Den Song of Soaring, das Lied der Schwingen, den holen wir uns jetzt auch noch, das klappt schon. Seht ihr, wie übelst langsam diese Zeituhr abläuft, weil das auch noch verlangsamt ist? Also diese letzten 6 Stunden dauern wirklich echt ewig. Kommen wir bis da unten hin? Nicht, wenn die das aus der Luft kickt. Piss dich. Und mein Fernseher schaltet sich gleich aus. Das sollten wir vermeiden. Lass mal rein. Robot. Übrigens, diesen Sprung hier, wenn wir die Deko-Schale nicht haben, diesen Sprung können wir auch mit, da, so, Son of Soaring, sehr schön. Diesen Sprung können wir auch mit dem Fierce Deity Link schaffen, falls wir so ein perverses Glück haben, dass die,
Dass das Spiel uns halt zuerst die krasseste Maske statt der schlimmsten gibt. Und? Was ich jetzt gerade noch gesehen habe. Dass wir definitiv auch abstauben werden. Ist dieses Loch, wo bestimmt was drin ist. Natürlich. Land Title Deed. Oh, 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 okay. Das ist gut. Moment. Oh, shit. Song of Soaring. Nicht? Unten links. Ah, ja, 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 ja. Das ist die Urkunde, die wir dem Deku an dem Sumpf-Info-Center geben können. Und dann können wir uns das verdammte Herzteil da oben doch tatsächlich krallen. In dem Randomizer ist es übrigens so, da der Deku in Unruhstadt, woher wir die Landurkunde eigentlich kriegen, da der nicht weggeht, oder da der jetzt nicht weggegangen ist, haben sie es in dem Randomizer so gebaut, dass die Dekus einfach sich gar nicht, also der verschwindet jetzt halt einfach nur. Die setzen sich nicht irgendwo anders hin. Macht ja aber nichts. Ist nur so eine... Ja, 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 guck mal hier. Ja, du willst das, oder? Ja, du willst das. Geil! Er gibt uns dafür nicht die Dings... Wir haben jetzt eine vierte Flasche. Das ist natürlich super cool. Also er hat nicht die Swamp Deed, die Sumpfurkunde uns gegeben, sondern... Geil! Vier Flaschen sind schon mal richtig fett für den Anfang. Oh, und wir haben die Urkunde da... Wir haben... Okay. Und wir dürfen die Urkunde auch behalten. Ey! Und dein Herzteil ist ein Herzteil. Es wurde halt mit irgendeinem anderen Herzteil gemixt jetzt, aber... So what? Cool! Und... Was können wir noch? Ich glaube jetzt kurz vor Schluss echt nichts mehr. Aber... Wir bringen natürlich erst noch unsere Kohle zur Bank. Alles cool. Das... Ja. Ja, ja, ja. Das soll... Ja, klar. Das kriegen wir so noch hin. Und... Das heißt, wir können nicht den Sumpftempel machen. Wenn wir nicht den Sumpftempel machen können, dann werde ich jetzt mit dem Zora noch eine Kiste und ein Herzteil abstauben. Und dann gehen wir in den Canyon, weil wir können mit den Feuerpfeilen da einiges reißen, auch wenn wir noch keine Goronhaut haben. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir die Goronhaut ja trotzdem irgendwo im Canyon. Nicht im Canyon, Schneeberge. Ja, 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 ja. Ich denke, das funktioniert so. Ja, 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 ja. Und wo hatten wir das Pulverfass nochmal herbekommen? Bin ich doof? Wo hatten wir das Pulverfass her? Ach, von den Omas. Ja. Können wir theoretisch auch machen. Sollten wir machen. Wir sollten uns das Pulverfass... Ja. Wir sollten uns das Pulverfass von den Omas nochmal holen. Okay. Wir gönnen uns die zwei Sachen in front. Ey. Ich sagte, verpiss dich. Okay, wir gönnen... Nee. Wir holen uns das Pulverfass von den Omas. Wir snacken uns die ganze Scheiße auf der Romani Ranch, weil dann haben wir das durch und haben unseren Gaul. Haben wir dann unseren Gaul? Oder haben wir ein anderes Lied? Da gibt's einen Song.
Wir müssen dahin. Da gibt's einen Song. Und wenn das der Sumpf-Entrance-Song ist, dann läuft. Dann läuft auf jeden Fall. Den habe ich sowieso auch am liebsten gerne, weil mit dem können wir auch Skalkita machen auf dem verdammten Friedhof. Weil ich gehe auch sehr gerne nur einmal zu diesem Friedhof. Und das ist auch ein kompletter 3-Tages-Zyklus, diese ganze Scheiße, die wir auf dem Friedhof machen können. In Ikana. Obwohl, dafür brauchen wir sowieso erst die Geronenmaske. Also, es ist also Minimum die Geronenmaske. Mit dem Gaul würde es auch gehen, aber Geronenmaske wäre einiges. Alles in einem. So, das passt besser. Weil wenn wir den Gaul jetzt bekommen, ersten Tag, können wir Epona, wir könnten mit Epona frei rumreiten, aber wir können sie nicht rufen, weil wir werden gleich nicht Eponas Song lernen. Shit! Aber das heißt, wir könnten zumindest bei dem Soldaten, wo wir eigentlich die Steinmaske kriegen könnten, weil wir haben das Auge der Wahrheit, können wir was absahnen. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch drin. Obwohl, heute vielleicht nicht mehr. Wir machen also zuerst mal den ganzen Blödsinn auf der Romani Ranch. Wo wir auch echt einiges bekommen. Wir kriegen das Item für die Maske. Wir kriegen das Item für den Romani Chateau. Wir kriegen das Item für die Flasche von der Kleinen. Wir können bei den Brüdern, können wir das Item für deren Maske abstauben. Alles klar, doch. Da geht so einiges. So, erst labern mit der. Kriegen den Zwanni. Hä? Ja. Ja, cool. You know what? Ich habe instant, nachdem du es mir gegeben hast. Ernsthaft, ich muss hier raus und wieder rein. Um das nochmal zu triggern. Es geht ab. Well, thank you. Das ist so doof. So, also dann nochmal zur Alten. Kriegen wir da hoffentlich unser Pulverfass? Haben wir mit dem Pulverfass, das wir dann einstecken haben, eigentlich... Also, ich bin mir nicht sicher. Haben wir damit gleichzeitig die Pulverfass-Lizenz? Oder müssen wir die trotzdem noch machen? Ich meine, das wäre kein Problem. Die Feuerpfeile haben wir eh schon. Also, na alle? Yes! Take it! Take it! Take it! Dieser Text-Skip, also der Quick-Text, den man in dem Randomizer auch noch einschalten kann. Sehr herrlich. Sehr, sehr herrlich. Ja, ja, ich weiß, ich bin mega krass drauf, weil ich der blöden alten Medizin gegeben habe. Das ist für euch ja schon Magie. Verpisst euch. Okay, also auf zur alten. Und dann gönnen wir uns da hoffentlich Pulverfass und können dann den Kram auf der Romani Ranch machen. Weil auch auf der Ranch kriegen wir... Ja.
Ja. Was ich eben alles aufgezählt habe. Und ich habe, wir haben die Bremer Maske. Das heißt, wir können bei dem Dings-Typen können wir auch noch was absahnen, was eigentlich ein Herzteil wäre. Fuck! Nicht die... Nein! Okay, also sie denkt... Shit. Das heißt, sie denkt, wir haben das Teil schon, weil es ist in unserem Inventar, es hat nur 0 Einheiten. Shit! Ja gut, dann hätte ich das nicht machen brauchen. Es hat uns Zeit gekostet, war doof, aber was willst du machen? Ja, egal. Wir haben Song of Soaring. Passt schon so. Ja, eigentlich sieht unser Inventar schon ziemlich bunt aus. Finde ich gut. Das heißt aber, können wir dann, das will ich jetzt aber ausprobieren, können wir dann ein Pulverfass, um meine ursprüngliche Frage zu beantworten, können wir ein Pulverfass in Unruhstadt kaufen? Weil haben wir die Pulverfass-Lizenz mit der Scheiße jetzt bekommen. Ja. 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 Tschüss. Der hat auf den ersten nicht reagiert. Ich zu schnell... Egal. Also, Clock Town. Dann gönnen wir unserer Nordunruhstadt das Herzteil, was ein Fuffi ist. Und... Wow. Dude, you have to slow down. Na, das ist nicht jetzt genug Asche für das verdammte Fass. Also, lauf, 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 lauf. Schauen wir mal, ob wir Schwein haben. Oder nicht, oder doch. Was mit dir? Ey! Hab ich's? Ja. Naptime. Okay. Wo ist denn das Schedule? Hm? Wo ist es? Aha. Morning. Collection. Afternoon. Delivery. Evening. Practice. The week's motto. Don't slack off. Evening. Evening is practice. Moment. Morning collection. Afternoon delivery. Evening practice. Okay, und deine Nap time? Der Typ hat echt Probleme, ja? Nap time. Ich geh kaputt. Aber dafür darf ich rein, weißt du? Für Nap time. Kannst mich mal. Okay. Delivery. Hoffe ich doch. Bombenshop. Ja. Digga. Scheiße. Ich Idiot. Ich hab zwar Pulver auf was. Aber ich hab die Corona-Maske. Das heißt, ich hätte das Pulverfass in the first place gar nicht benutzen können. Oh, das ist scheiße. damn. Fuck. 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 Okay. Shit. Gut. Plan B. Erst Bomben organisieren. Das machen wir am besten mit diesem wunderschönen großen Schwert. Ktscha! Bomber.
Wer kauft den Scheiß? Du gehst raus und zerschlägst Büsche. Mittlerweile ist es in Zelda-Spielen ja nicht mehr so. Finde ich aber auch eigentlich echt nicht schlecht. So, hier gibt es ein Herzteil. Ja, stimmt, wir sind das erste Mal Zora. Seht ihr? Ich finde das ziemlich cool, weil halt auch die Flossenenden schwarz sind. Das ist so nice. Mit den Zora Boomerangs können wir... Genau. Sup. Genau, das ist nämlich ein Herzteil. Ah. Und du bist? Fick dich bist du! Das ist doch nicht wahr, Mann! Au. Verdammter Sackschnapper. Und da vorne ist auch eine Kiste, die wir halt nur mit dem Zora kriegen. Pisst euch alle. Geil! Sehr cool und irgendwie passend. Okay. Damit können wir uns eine Kiste in zwei neue Kisten in Unruhstadt holen, aber die eine kriegen wir halt erst am dritten Tag, wenn der Turm, den die da in der Mitte bauen, am höchsten ist. Aber Hookshot, mega geil. Key-Item plus viel, viel anderen Scheiß, den wir uns angeln können. Literally angeln können. Fuck yeah. Na komm. Ah, das ist so doof mit diesem Joystick. Yes! Ich meine, er ist nicht unakkurat, er ist nur unsensibel. Das war ja toll. So, da war Ocean. Dann ist hier lang. So. Aber ja. Wir sind so langsam sehr mobil. Finde ich schön. Und wir haben Überlänge. Und das ist der Canyon. Da wollen wir nicht lang. Egal, alles klar. In der nächsten Folge gucken wir uns dann im Norden die Berge an. Und ich hoffe, dass wir da zumindest auch mal irgendwann die Goronenhaut abstauben können. Das wäre sehr schön. Ihr könnt aber gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ich. Raus für heute. Okay? Blink out.